Ja, guten Morgen alle zusammen. Seid ihr alle herzlich willkommen heute. Ich freue mich heute sehr, euch zu begrüßen, diesen wichtigen Fachtag hier in Morgenräume und in Gorodräume zu machen. Natürlich, unsere Gäste auch auf dem Podium sind die auch herzlich willkommen. Werde ich das nicht so lang, weil wir haben heute den ganzen Tag vor uns, dass wir miteinander denken, dass wir miteinander sprechen, dass wir miteinander überlegen, was das einfach in Zukunft für uns ist, gut ist das. Und danke nochmal. Herzlich willkommen. Mein Name ist Songül Akpınar. Ich habe mich vergessen vorzustellen. Ich bin Vorstandsvorsitzende von Morgen e.V. Auch wenn man jedes Mal die Rede hält, trotzdem, man ist jedes Mal aufgeregt, weil immer das tolle Gäste und tolle Mitglieder dabei sind das und auch die Nichtmitglieder sind das. Für wichtige Stellen heute hier Leute zu sehen. Danke nochmal. Ich gebe das an meine Kollegin Mathilda. Dankeschön. Mein Name ist Mathilda Legitime-Schleicher. Ich bin auch im Vorstand von Morgen e.V. und zwar sehr gern und mit Begeisterung. Ich bin eigentlich von dem Verein NALA e.V. Ich bin auch im Vorstand von NALA e.V. NALA e.V. ist ein sehr engagierter Verein gegen Frauenbeschneidung. Und diese Beschneidung gibt es nicht nur in Afrika, obwohl es überall in den Artikeln, in den Zeitungen, in den sozialen Medien so erscheint. Ja? Also FGM gibt es überall in der Welt, verstärkt auf dem afrikanischen Kontinent, der ist auch riesig, ja? 52 Länder ist nicht wenig. Ich selber komme aus Frankreich, bin aber schon 42 Jahre in Deutschland und engagiere mich gern. Umso mehr freue ich mich, so viele Leute heute zu sehen und speziell auf unsere Gäste, die uns durch den Vormittag führen werden mit ganz tollen und spannenden Themen. Danke und ich wünsche einen schönen Tag. Danke, danke. Es funktioniert. Danke, Mathilde, danke, Songül. Ich heiße Paulo César dos Santos Conceição. Ich werde heute das Podium moderieren und auch den ganzen Tag euch die Veranstaltung begleiten. Ich bin Projektkoordinator von SAMOFA. Das ist ein Projekt bei Morgen, wo ich Vereine unterstütze, die mit Geflüchteten arbeiten. Und ich bin seit September mache ich die Geschäftsführung in Elternzeitvertretung bei Friederike Juncker. Schwanger geworden. Vor ein paar Wochen hat sie Bilder gezeigt. Das Kind ist schon geboren. Gesund und schön. Und ich bin sicher, dass sie auch gerne hier heute wäre. Aber alles Mama, dann hat sie sehr viel zu tun. Genau. Bevor ich anfange, möchte ich auch mich bedanken an das Gorod-Team. Also wie ihr seht, also, dieses Studium eigentlich wurde aufgebaut. Normalerweise sind nicht so. Und sie haben so tolle Arbeit geleistet. Also hier im Hintergrund gibt es Leute. Da hinten sind Leute. Sie machen das auch unsere Essen am Mittag. Deswegen habe ich davor gefragt, was ihr, ob ihr Veganer und Vegetarier sind. Genau. Auch einen Dank an Samir Sakal, der macht die Fotos. Wenn wer keine Foto haben möchte, bitte Samir sagt, weil er kann auch danach der Person rausnehmen und das wäre auch kein Problem. Also einfach ihm Bescheid sagen, dass wir, weil wir machen Fotos einfach von unserer Öffentlichkeitsarbeit. Es ist nicht, dass wir haben keine kommerzielle Nutzung, dass wir dann eure Bilder irgendwie zu Google verkauft. Und dann verdient Geld damit. Genau. Ich werde auch hier meine Podio-Gäste nicht so selber vorstellen. Sie werden selber dann ein bisschen von sich selber, ihre Arbeit, kurz erzählen, was sie machen und so weiter. Und ich würde sagen, ich fange von meiner Linke, weil wir haben eine neue Regierung. Die Linke ist. Und dann bitte Tamina. Meinst du? Es ist besser als die andere, als der rechte Regierung. Genau, genau. Tamina, genau. Wer bist du? Was machst du zurzeit? Also, Test. Genau. Genau. Ich bin Tamina Sarif. Ich bin heute in meiner ehrenamtlichen Funktion hier anwesend.
Genau, ehrenamtlich bin ich im afghanischen Frontverein tätig, lebe nicht mehr in München, sondern bin frisch nach Berlin umgezogen. Genau, ja, was mache ich in meiner ehrenamtlichen Funktion? Sehr vieles. Unter anderem interessiere ich mich für die Themen Flucht, Migration, Kontext Afghanistan, aber eher aus einer kritischen Perspektive. Ja, und bin heute hier und diskutiere mit. Danke für die Einladung. Danke, dass du da bist. Schön. Corina. Ja, also danke erstmal für die Einladung. Also ich freue mich sehr, dass meine Erfahrungen ein bisschen weiterzugeben, meine Erkenntnisse, die es schwer waren zu erarbeiten, zu bekommen, zu sammeln. Ich habe die Initiative Frau Kunst Politik ins Leben gerufen vor 15 Jahren, wo wir versuchen, als eine außerparlamentarische und außeruniversitäre Plattform Projekte eben dann anzubieten, beziehungsweise eben diese Plattform den Frauen eben anzubieten, insbesondere den Migrantinnen, dass sie sich selber und ihre Arbeit vorstellen, Bekannte wie auch Unbekannten, egal in welchem Bereich. Und ich habe selber im Feminismus promoviert hier in Augsburg und in München studiert, Politikwissenschaft, aber in Ekofeminismus mich dann wieder spezialisiert. Das sind die Schwerpunkte und in dieser Richtung lade ich alle ein, mitzuwirken, weil wir ja auch diese starre Vorstellungen, Migranten sind ja nur Prostituierte oder arm oder hilfsbedürftig, gibt es schon lange nicht mehr und das wollen wir verändern und deswegen bin ich auch hier und über viele andere Begriffe, die euphemistisch teilweise sind, zu diskutieren. Dankeschön. Gerne. Ja, herzlichen Dank, Paolo, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Abdurrahim Diallo. Ich versuche mich mal vorzustellen im Kontext meines Inputs oder auch meiner Rolle hier. Ich stamme aus Guinea, ich bin Fulani, das hat eine Bedeutung in diesem Kontext heute. Und ich lebe und arbeite in Berlin. Ich bin Politikberater für Ministerien der AKP-Staaten, also Afrika, Karibik, Pazifikraum und sehr stark im Kontext von Migration und Entwicklung durch Migration, aber auch Antirassismus und Dekolonisierungsarbeit und freue mich heute hier nicht nur verkopft Dinge zu vermitteln, ich habe hier meine Gitarre und mein Kalimba mitgebracht, weil ich denke irgendwie genau diese Kontexte, sie brauchen so eine Ganzheitlichkeit und nicht, wir sind oft nur mit dem Hirn unterwegs und eigentlich unsere Communities machen sehr, sehr viel auch hiermit, gleichzeitig damit und ich freue mich auf den heutigen Tag. Danke. Danke, dass du das davor angeboten haben. Der hatte so von Berlin seine Gitarre mitgebracht und andere Instrumenten. Und es war überraschend und sehr schön. Also in der Pause und vielleicht in der Abschlussergebnis, dann werden wir Abdul hören. Also, zumindest genau. Ist ganz gut, weil wenn es schlecht ist, könnt ihr alle wegrennen. Genau, ja, schön. Okay, vielen Dank. Ich bin Gbeoye Mikael Humbeji, ich komme aus Benin. Und schließe ich mich schon an Abdul an. Aber dann nächstes Mal bitte ich gerne ein Capoeira-Spaß. Wow. Also das ist schon notiert und dann machen wir nächstes Mal Capoeira. Ich habe leider mein Capoeira-Klamotten nicht dabei. Aber du kannst auch während ich spiele Capoeira machen. Mein Birimbau ist nicht da. Also ich komme aus Benin und ich interessiere mich seit ein paar Jahren für bewaffnete Konflikte. Das ist für mich sehr interessant. Was wichtig und weniger behandelt wird, zu analysieren und einfach im Kontext mein Beitrag heute sehe ich die unterschiedlichen Zusammenhänge, globalen Zusammenhänge, aber Herausforderungen, die in dem Rahmen von bewaffneten Konflikten Austausch entstehen. Und meine These, das wird auch mich und uns auch begleiten, wer sich auf Honig freut, muss auch bereit sein, Bienenstiche zu erleiden.
wir hoffen, wir verstehen uns. Danke schön. Ja, vielen Dank, dass ich heute auch mit dabei sein darf. Mein Name ist Pia Popal. Ich bin bei der Landeshauptstadt München tätig im Referat für Arbeit und Wirtschaft im Bereich internationale Kooperationen. Ich bin seit 5 Jahren dort und habe seit Beginn daran mitgewirkt, dass wir einen neuen Themenschwerpunkt etabliert haben, den Themenschwerpunkt Flucht und Entwicklung. Wir haben dazu ein Handlungskonzept mit anderen Referaten erarbeitet, aber auch in Zusammenarbeit unter anderem mit Morgen e.V. und auch mit dem Nord-Süd-Forum. Und wir haben festgestellt, dass die Landeshauptstadt München schon sehr viel macht, einerseits im Bereich Internationales, andererseits im Bereich Integration, aber dass diese beiden Themen oft nebeneinander her existieren und es nicht so viel Schnittmengen gibt. Und dieses Handlungskonzept dient dazu, dass wir Maßnahmen formulieren, wo wir künftig besser miteinander zusammenarbeiten können. Und ein Ergebnis daraus ist unter anderem auch eine Veranstaltungsreihe, die wir gemeinsam mit dem Referat für Bildung und Sport, mit dem Sozialreferat und mit dem Kulturreferat, aber auch in Zusammenarbeit mit Morgen e.V. und dem Nord-Süd-Forum auf den Weg gebracht haben, was grundsätzlich mal eine einmalige Veranstaltung war und aufgrund von Corona dann in dem Fall tatsächlich erfolgreich auf eine Veranstaltungsreihe geswitcht ist, wo wir online und jetzt teilweise auch hybrid uns mit den Machtasymmetrien in der Zusammenarbeit auch im globalen Kontext befassen wollen. Und ich finde es sehr wichtig und auch schön, dass ich die Möglichkeit habe, jetzt heute hier teilzunehmen in der Funktion als Koordinatorin bei der Stadt, weil wir oft versuchen, zusammenzuarbeiten, auch mit zivilgesellschaftlichen Kooperationen. Und ich sehe gerade in der Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen da wirklich noch Luft nach oben, weil wir oft darüber reden, aber in der praktischen Umsetzung diese Sichtbarkeit von Migrantenorganisationen einfach noch nicht da ist, wo sie sein sollte. Und das gilt sowohl für unsere strategischen Prozesse als auch für die konkrete Zusammenarbeit. Insofern fühle ich mich geehrt, dass ich heute teilnehmen darf und hoffe, ich kann auch einen konstruktiven Beitrag leisten. Vielen Dank. Sorry, danke, meine Podiumgäste. Ich muss noch einen Danken sagen, meine Kollegin Juliette Bindekou, ich glaube, sie ist da hinten noch. Sie hat mir unterstützen, also uns bei der Vorbereitung heute noch. Und wir haben auch so eine Ehrenamtliche, die Frau Perl, Isabel Perl, die ist auch vielleicht noch da. Ah, da, genau, die uns schon heute, also sie hat uns, kannte uns noch nicht. Und heute ist sie da und zum ersten Mal fängt schon richtig an bei Unterstützen. Danke sehr. Und bevor wir dann an dem Podium anfangen, möchte ich so ein kurzes Video zeigen über globales Lernen. Dieses Video ist von EPITS Berlin. Also ich glaube, ihr von Berlin kennt vielleicht diese Institution. EPITS ist ein Zentrum für globales Lernen. Da habe ich im Internet, so bei YouTube, dieses Video gesehen. Und wir können jetzt kurz anschauen, damit wir einführen können, was ist überhaupt globales Lernen, weil es ist die Thematik von heute. Was ist globales Lernen? Beginnen wir mit der Geschichte des globalen Lernens. Zu Beginn stehen Menschen, die der Ansicht waren, die Welt müsste gerechter sein. Alle Menschen sollten ein gutes Leben haben, egal in welchem Land sie leben oder ob ihre Eltern arm oder reich sind. Sie wollten, dass sich mehr Menschen mit diesen Fragen beschäftigten und überlegten, wie sie dies in die Schule bringen und mit Kindern und Jugendlichen diskutieren können. Und daraus wurde dann das, was wir heute globales Lernen nennen. Globales Lernen ist ein Konzept der politischen Bildung für alle Altersgruppen, von Kita-Kindern über Schulkinder bis hin zu BerufsschülerInnen und SeniorInnen. Ziel ist ein gutes Leben für alle Menschen auf der Welt.
Es geht um weltweite soziale Gerechtigkeit und um die Umsetzung der Menschenrechte. Die Themen sind vielfältig. Kinderrechte in Peru, Lebensmittelverschwendung, Elektroschrott und vieles mehr. Nehmen wir für diesen Film eine Unterrichtseinheit zum Thema Kakao. Darin lernen die SchülerInnen Amina kennen, deren Familie bereits seit den Anfängen der Kolonialzeit Kakaobauern sind. Sie erfahren mehr über Aminas Alltag und ihre Lebensbedingungen, über die Ernte und Verarbeitung. Sie probieren faire Schokolade und diskutieren den fairen Handel kritisch. Sie entwerfen Infoplakate für andere und sie lernen Organisationen kennen, die sich für gerechte Arbeitsbedingungen und fairen Welthandel einsetzen. Dabei erfahren die SchülerInnen erstens mehr über die historische Dimension von globaler Ungleichheit, zum Beispiel über den Kolonialismus und seine Folgen, die bis heute andauern. Zweitens, sie erfahren mehr über das Leben in anderen Ländern und können Empathie und Verständnis entwickeln. Drittens, sie verstehen, dass die Lebensbedingungen von Amina etwas mit ihnen zu tun haben. Sie essen nämlich gern die Schokolade und freuen sich vermutlich, wenn sie nicht viel kostet. BerufsschülerInnen kaufen Schokolade vielleicht ein und bereiten sie zu oder verarbeiten sie. Viertens, sie entwickeln Ideen, wer zu gerechteren Bedingungen beitragen könnte. Was könnten sie selbst tun? Was Politik oder Wirtschaft? All dies möchte das globale Lernen. Dabei setzen wir nicht auf den erhobenen Zeigefinger. Globales Lernen soll kein schlechtes Gewissen machen, sondern Neugierde wecken, Lust auf mehr und Spaß machen. Deshalb setzen wir auf Methodenvielfalt und eine motivierende Pädagogik. Sind Sie jetzt auch neugierig und haben Lust auf mehr? Dann schauen Sie doch mal rein. www.epiz-berlin.de. Oder bleiben Sie hier und dann erfahren wir ein bisschen mehr. Genau. Dann fangen wir an wir haben gesehen einen Punkt, Kolonisation. Dann der Abdul hier auf meiner linke Seite. Was ist überhaupt so Kolonisation und was wollen wir mit diesem postkolonialen Diskurs erreichen? Ja, vielen Dank, Paulo, dass du mich direkt ansprichst, besonders nach diesem Clip. Ich habe ganz genau geguckt. Unsere Blicke haben sich getroffen während dieses Videos, weil wir in einer Blase leben, wo drauf steht SDGs und globales Lernen ist Teil von SDGs und wir sehen die SDGs hier abgebildet und sich hierin im Prinzip Kolonialitäten, also die Kontinuität von Kolonialismus widerspiegelt. Und ich habe 2018 für FENRO und die Kultusministerkonferenz eine Kritik geschrieben an das globale Lernsystem aus dekolonialer Perspektive. Und Kolonialismus, ja, was das ist, ich glaube, wir wissen zwar, was das ist, aber in seiner Kontinuität schafft es Kolonialismus immer wieder, sich neu zu erfinden, neue Bereiche zu durchdringen und zu prägen. Hier in diesem Video ganz klar Amina. Amina wurde dargestellt in einer Form von Kolonialismus und diese Perspektive, dass sie zum Beispiel seit dem Kolonialismus mit Kakaoanbau in Verbindung gebracht wird, wobei wir zum Beispiel wissen, dass das Vorkoloniale hier fehlt. Ja, Kakao ist eine jahrtausendealte Praxis und Gut. Und vor allen Dingen, was in diesen ganzen Ansätzen fehlt, ist Spiritualität. Spiritualität wurde im Rahmen von Kolonialismus ausradiert, weil es dort sehr viel Widerstandspotenzial bot. Und Dekolonialismus bedeutet, dass wir hinfinden müssen zu diesen spirituellen Kräften. Ich meine nicht Religiosität, sondern eben diese Verbundenheit, dieser Dreiklang von Mensch, Natur und die gesamte Erde und unser Denken und Fühlen und Handeln. Und das ist auch Teil des Workshops nachher. Ich will nicht so viel Raum nehmen im Sinne von Machtstrukturen und so weiter. Aber auf jeden Fall sind wir bei Dekolonisierung und du sagst Postkolonialismus. Für mich sind wir nicht im Postkolonialismus, wir sind noch immer im Kolonialismus drin. Und wir müssen uns sehr, sehr stark dekolonisieren, dekonstruieren. Und wichtig in diesem Kontext sind auch neue New Alliances, besonders Süd-Süd-Partnerschaften. Ich blicke gerade auf meine Freundin Ariamala und auch alle anderen. Wir müssen
nicht mehr über Eurozentrismen, sondern direkte Wege finden, dann wird es eine gute Sache. Danke erstmal. Danke dir für die tolle kritische Impuls. Das gefällt mir sehr. Ich gehe dann zu Corinna, weil bleiben wir bei kolonialer Geschichte. Corinna macht die Workshop so Gendervielfalt und Abdul die Workshop über Menschenrechte. Auf welche Weise, Corinna, hat die Kolonialgeschichte diese Gendervielfalt im globalen Süden verändert? Ja, grundlegend. Also es ist bekannt, dass in den sogenannten indigenen Bevölkerung eben eine Vielfalt von Identitäten, Sexualität erlebt wurde und weiterhin erlebt wird. Das ist eben halt, was ich wirklich auch unterstreichen möchte. Die ganze indigene Bevölkerung hat sehr viel gelitten und leider heute noch. Aber es gibt sie noch, die sind nicht alle, noch nicht im Museum, auch die Frauen nicht und die kämpfen weltweit. Ich habe mehrere Beispiele, die möchte ich auch anführen, auch von Völkern wie Kasi, Minagambao, Yucatan in Mexiko, im Macho-Land, aber die gibt es ja noch. Und die kämpfen auch im Vandana Shiva in Indien. Also ich habe mehrere Beispiele und ich habe selber, wie gesagt, auch ein Buch veröffentlicht, immer halt über die, genau was die Partizipation von Frauen anbelangt. Und der sogenannte Feminismus in Europa ist nicht der einzige. Frauen haben immer gekämpft und Frauen waren auch früher auch führend und sind heute noch teilweise. Und ohne die Frauen würde die Welt nicht funktionieren. Und von daher ist es ja auch sehr wichtig, Feminismus ist nicht nur für Frauen und es ist nicht der Kampf, zumindest den wir vertreten in Frauenkunstpolitik, gegen den einzelnen Mann, sondern gegen die Strukturen, die uns diskriminieren. Auch Männer sollten lernen, dass sie auch ein Teil dieses Systems sind und Opfer, die Mehrheit. Natürlich gibt es eben die sogenannte Elite oder die Transnationalen, die eben halt die Macht haben und die Entscheidungen treffen. Und das ist mir wichtig, dass wir erfahren, nicht alle sind gestorben, viele kämpfen, wie die Mapuches in Chile oder in Argentinien, gegen großen transnationalen Konzernen oder Vandana Shiva gegen Monsanto. Also ich habe viele Beispiele da, oder in Bolivien und so weiter und in Afrika auch. Da kenne ich mich nicht so gut aus, aber einige Beispiele habe ich oder im asiatischen Raum. Und dann, was ich auch der deutschen Frauenbewegung auch hier vor Ort vorwerfe, ist das, dass eben halt diese ganze, auch ganz neue, eben halt auch die migrantische Feminismus in Deutschland uns nicht berücksichtigt, dass das nicht als Teil gesehen wird des, sagen wir mal so, des Kampfes oder des Engagements. Ne? Ich bekomme oder wir bekommen, wir werden bald ein Verein sein, eben halt von der Stadt München zum Glück und auch hier, viel unterstützen, finanziell unterstützen, sonst könnten wir diese Themen auch nicht verwirklichen und zeigen, wie du auch sagtest, Amina ist wieder die Arme, die auch eben halt mit der Familie kämpft, aber dahinter in der Produktion stehen transnationale Konzerne von Kakao und wenige Kooperative schaffen eben halt so einigermaßen eben halt hier die Produkte so fair zu verkaufen, aber wenige. Also die Mehrheit in allen Produkten, die hier konsumiert werden, sind von transnationalen und dementsprechend die Gewinne und bleibt wenig in deren Länder. Wie gesagt, es gibt zwar Widerstand, aber leider noch nicht ganz. Und ob wir hier mit unserem Widerstand ein bisschen erreichen können, verändern können, bin ich nicht so ganz optimistisch. Danke. Danke sehr, Corinna. Dann komme ich jetzt hier zu meiner rechten Seite. Michael, warum ist heute wichtig, dieses tatsächlich globale Lösung in Bezug auf diese Ziele, also Ziele für nachhaltige Entwicklung zu setzen? Ja, vielen Dank, Paul, für die Frage. Und bin ich schon sehr, sehr, sehr klar zufrieden mit den ersten Inputs. Das sind wichtig und das zeigt genau, wie es komplex und schwierig ist, solche Diskussionen, solche Themen zu behandeln. Erst müsste ich sagen, schließe ich mich an Abdul an und dann sage ich, also Postkolonialität, Vorkolonialität, das sind so komplizierte Begriffe, die man so schön pauschalisiert seit 5 oder 6 Jahren. Hat. Und jeder redet über Kolonialität, Post und so weiter.
Das ist aber nicht einfach kolonial. Ich hoffe und für mich, ich denke, das ist wichtig, dass wir noch genau hinschauen, was diese kolonial bedeutet und was es verursacht hatte. Bis heute traut sich niemand, das als Verbrechlich gegen die Menschlichkeit einzustufen oder zu erkennen. Das ist aber richtig traurig. Das ist nicht einfach Meinungsverdrängung, nein. Das ist eine Verbrechlichkeit. Das heißt, wenn wir einfach Kolonialität aus dem Griechisch Kolon nehmen, das ist nicht so. Das ist viel komplizierter. Und ein Post- oder Vorkolonial, das ist etwas, was wir selbst erst hin bearbeiten müssen. Zweitens möchte ich sagen, und ich finde immer interessant, ein Ziel wie Frieden ist der 6. Das ist interessant. Also man könnte sagen, erst muss man gegessen haben, bevor man wahrscheinlich gesund wird und dann später kann man über Frieden sprechen. Ich bin aber der Meinung, ohne Frieden viel werden fehlen. Ohne die Ziele einzustufen, ich hoffe, dass die Arbeit, die wir machen und die wir schaffen können, das ist einfach die Menschen in Frieden leben zu ermöglichen. Und wenn es dann Frieden gibt, dann sind einfach viele von diesen Ziele erreichbar. Und vor allem, Frieden bedeutet nicht Waffenstillstand. Nein, Frieden, das ist viel komplizierter. Und deswegen ist es auch wichtig, in unser Engagement, in unsere Arbeit, einfach zu schauen, wie wir einfach Menschen zu Gespräch bringen können. Das ist immer interessant, ich werde auch mal in meinem Workshop sagen, aber ich sage das hier schon vorab. Wie schaffen wir das immer nach bewaffneten Konflikten, sitzt man am Tisch und diskutiert. Also, es ist nicht unbedingt zynisch, aber das ist kriminell. Wieso versucht man nicht erst am Tisch zu sitzen, bevor man die Waffen nimmt und dann sagt, okay, dann sitzt man einfach am Tisch unter 4, 5 Leute. Dann sagt man, okay, ab morgen stellen wir einen Krieg und wir werden so viele Menschen umbringen. Man kann das auch machen. Wieso macht man erst Krieg zum Ende und dann sitzt man am Tisch und fängt man zu diskutieren? Das ist kriminell. Wenn man weiß, dass man diskutieren kann, dann lieber erst vorher machen. Dann hat man schon die Hälfte von unserem 6. Ziel erreicht. Und wenn die erreicht ist, dann können die Kinder zur Schule gehen, gibt es mehr Gerechtigkeit und haben wir auch zum Essen. Mein letzter Punkt ist es auch, was ich noch gerne mit bewaffneten Konflikten verbinde. Das ist, wie schafft man Zugriff auf fremde Ressourcen zu haben, ohne kriminell zu werden? Das ist wichtig. Oder wie kommt es dazu, dass man Ressourcen genießt, ohne daran zu denken, was im Hintergrund steht? Das ist wichtig, dass wir diese Ressourcen genießen, dass wir denken, was dann vorher passierte. Und wahrscheinlich meine letzte Punkt über diese ganze globalen Zusammenhänge, das ist, dass die globalen Zusammenhänge so global wie möglich sein können. Ich freue mich erst, dass schon für ein Podium sehr bunt ist, ein Publikum wunderbar ist, noch bunt. Ich komme aus der Universität auch und oft seit 2, 3 Jahren ist die Rede, wir müssen Hochschulen oder Forschung dekolonisieren, wir müssen Afrika-Studie dekolonisieren, wir müssen Südamerika oder
Kolonisierung, Dekolonisierung und so weiter. Aber wir haben noch nicht geschafft, uns selbst zu dekolonisieren. Das heißt, da eine Arbeit steht auch da. Wenn ich von hier aus hingehe und Geschichte von Leuten nehme und meinen Namen als Überschrift unter den Überschrift eingebe und veröffentliche, bekomme ich den ganzen Preis. Also ich weiß nicht, ob derjenige, der Fluss Victoria genannt hatte, ob er überhaupt ein bisschen Vernunft hatte. Aber das ist auch diese Enteignung, ist auch ein Anfang von Dekolonisierung. Und das heißt, wenn wir Arbeit für Dekolonisierung machen, für mehr Gerechtigkeit machen, das ist Anerkennung von Diversität und Anerkennung von was die Diverse produziert haben und nicht unter unser Blick und unser Namen. Dankeschön. Vielen Dank. Also es ist schon eine Form von einer Überleitung von der nächsten Thematik. Meine Haare klebt immer hier in dieses Stoff hier. Ich werde, bevor ich zu Tamina gehe, also um die Fragen stelle, ein kurzes Video, also die letzte, über The Great Game. Also es ist auch interessant, weil Michael hat über Krieg, bewaffnete Konflikte, wir haben so Kolonialität gesprochen und dann es gibt Thematik, die man nicht unbedingt so verbindet, also mit Kolonialität. Und damit wir verstehen, so eine Konflikte, die aktuell ist, dann würde ich gerne dieses Video über The Great Game, also ist das große Spiel des 19. Jahrhunderts auf Deutsch, Großbritannien und Russland und die Vorherrschaft in Zentralasien. Es gibt Texte auf Englisch, deswegen werde ich versuchen, weil ich weiß nicht, ob alle hier Englisch verstehen, deswegen werde ich versuchen, also ich habe selber frei übersetzt und ich werde versuchen, sozusagen gleichzeitig zu übersetzen auf Deutsch. Manchmal muss ich Pause machen, weil die deutsche Sprache manchmal sehr lang und die englische sehr kurz. Aber ich glaube, wir kriegen schon hier irgendwie. Paolo, bitte. Ganz kurz, weil was er gesagt hat, das bitte. Hat mich sehr berührt. Nur ich wollte nur dazu was hinzufügen, dass eben halt für mich wieder der Beweis ist, eigentlich denke ich, so eine Podiumsdiskussion mit solchen Menschen, also teilweise ist wirklich sehr fachkarätige Leute, hier müsste es voll sein von deutschen Organisationen, Gewerkschaften, Frauen, Universitäten, müsste es voll sein. Und daher merke ich, wie ich mich wieder ärgere, dass wir ignoriert werden. Ja. Gibt es auch ein paar, und ich danke für diejenigen, die sogenannte Deutsche oder hier aufgewachsen sind und sich dafür interessieren, aber eigentlich ärgere ich mich, dass die deutsche Öffentlichkeit, auch die Zeitungen nicht hier kommen und hören, was wir zu sagen haben. Das ärgert mich wieder. Entschuldigung. Danke für die Hinweise. Und ich hoffe, weil das ist das erste Mal, dass Morgen e.V. wir gehen diese Bereiche globales Lernen und Kolonialitäten. Wir haben schon im April oder Mai angefangen mit der Dialogkonferenz von Samofa, von dem Projekt, ich koordiniere. Und ich hoffe, weil das der Anfang ist, dass dann das mehr publik gemacht wird. Und dann, also wir hören nicht auf jetzt, also wir haben vor, auch ein großes Projekt zu beantragen in diesem Bereich. Dann hoffen wir, dass es später dass mehr Öffentlichkeit bekommt und auch mehr Leute dann dabei sind. Genau, bitte Leo und dann versuche ich die Dolmetschen. Das große Spiel, The Great Game, war zu Beginn der 19. Jahrhundert eine intensive Rivalität zwischen dem britischen und dem russischen Weltreich in Zentralasien. Der britische Lord Elborough startet The Great Game am 12. Januar 1830. Er kündigt einen Erlass an, eine neue Handelsroute von Indien nach Bukhara und über Türkei, Persien und Afghanistan einzurichten. Ziel war es, einen Puffer gegen Russland und zu schaffen und zu verhindern, dass Russland Häfen am Persischen Golf kontrolliert. In der Zwischenzeit wollte Russland in Afghanistan eine Pufferzone einrichten,
die es ihnen ermöglicht, wichtige Handelsroute zu nutzen. Dies führt zu einer Reihe erfolgloser Krieg zu den Briten, um Afghanistan, Bukharat und die Türkei zu kontrollieren. Die Briten verloren alle Kriege. Wichtig hier nur die erste und die zweite Anglo-Afghanisch. Kannst du eine Pause machen? Da gibt es mehrere Konflikte, die hier nicht so wichtig sind, aber diese Sikh, Anglo-Sikh, das ist in Indien und so weiter. Hier ist wichtig nur dieser Anglo-Afghanische Krieg, das erste und zweite, das ging von 1839 bis 1880. Bitte weiter. Dies führt dazu, dass Russland die Kontrolle über mehrere Khanate, Khanate sind Fürstentum in der Bereich sozusagen, oder Königreich, einschließlich Bukhara übernahm. Pause, danke. Obwohl Großbritannien versucht, Afghanistan zu erobern, in eine Demütigung endet, hielt dies Afghanistan als Puffer zwischen Russland und Indien. Bitte. Das große Spiel endet offiziell mit der Anglo-Russland-Konvention von 1907, die Persien in kontrollierte Zonen aufteilte. Die Konvention legt eine Grenze zwischen den beiden Weltreichen fest und erklärt Afghanistan zu Protektorat Großbritannien. Die Beziehungen zwischen den beiden Mächten blieben angespannt, bis sie sich im Ersten Weltkrieg gegen die Militärmächte verbündeten. Die Militärmächte waren Deutschlandreich und seine Verbündeten. The Great Game wurde von der Schriftsteller Rudyard Kipling populär gemacht, die die Idee von Machtkämpfen als ein Art Spiel aufstellte. Heute wird das große Spiel oft im geopolitischen Kampf zwischen Amerika, China und Russland zitiert. Afghanistan spielt im neuen Great Game als Binnenland in Süd- und Zentralasien eine entscheidende Rolle. Der Kampf um Afghanistan liegt in ein noch größeres Spiel und die Kontrolle der eurasischen Landmasse. Dann kommt ein schönes Zitat, so: Wer das Rimland kontrolliert, regiert Eurasien. Wer Eurasien kontrolliert, kontrolliert das Schicksal der Welt. Rimland ist dieser Bereich, so europäische Küste, Nähe und Mittlerer Osten bis nach oben. Das ist, also ich habe dann, wenn man die Mappe schaut, also wenn man, wer das kontrolliert, hat man Zugang auf beide Weltmeeren und unten. Deswegen weiß man schon, was genau da abspielt. Also, und genau, dann komme ich dann zu unserer Gäste, Tamina. Zuerst zitiere ich eine Person, also Gayatri Spivak, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, Mitbegründerin der postkolonialen Theorie, prägte die Formel weiße Männer, die braune Frau vor braune Männer retten. Diese Formel wurde von der britischen Kolonialregierung in dieser Zeit in Indien benutzen, um ihre eigene patriarchalische Kolonialregierung Herrschaft zu legitimieren. Oft wird auch dieses 20-jährige Bundeswehr- bzw. NATO-Einsatz in Afghanistan mit dieser Formel gerechtfertigt. Also NATO rettet afghanische Frauen und Mädchen vor Taliban. Ja, Tamina, wie siehst du das an? Was ist deine Einschätzung oder deine Kritik? Ja, erstmal vielen Dank für diesen kritischen Input. Ich mag Spivak sehr, sehr gerne. Neben Edward Said, die sich auch mit diesen globalen und wirtschaftlichen Zusammenhängen auseinandergesetzt hat. Ich sehe das tatsächlich sehr kritisch. Also für mich ist aktuell vielleicht erstmal überhaupt das Thema Afghanistan ein sehr sensibles Thema, weil ich das Gefühl habe, dass vor einigen Wochen Afghanistan sehr heiß begehrt war als Thema und langsam verschwindet es. Aber wir sind immer noch dran, wir sind immer noch laut und wir sind immer noch hier. So. Das zum einen. Ich habe jetzt Verschiedenes einfach mal festgehalten. Vielleicht erstmal zu diesem Video, zu diesem Input. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr kritisch, allein schon die Bezeichnung The Great Game. Welches Great Game? Ne? Also es wird ganz klar dargestellt, es sind zwei Hauptfiguren,
Russland und England und Afghanistan, also wirklich im Kontext von Afghanistan, das ist so eine Kulisse, die hergegeben wird, ne? Und da finde ich das eigentlich auch so aus der Narrative für uns als Generation ziemlich schwierig. Also ich habe mich mit dieser Thematik eher im Ausland auseinandergesetzt. Ich komme aus einer sehr politischen Familie, die, ja, wo immer eigentlich die Auseinandersetzung da war, was die afghanische Geschichte angeht. Aber ich finde das sehr interessant, dass eben, vor allem, wie das hier auch in dem Video dargestellt wird. Also ich kenne das eigentlich, The Great Game, als drei militärische Interventionen, was den afghanischen Krieg angeht. Und da sind ganz schreckliche Sachen passiert, ne, von denen man hier überhaupt nicht weiß. Und da hat Deutschland indirekt auch eine Rolle gespielt. Und ich finde es auch interessant, dass man wenig davon, wenig eigentlich über deutsche Geschichte einfach weiß, ne? Also ich kenne das und das ist auch aus unseren Communities, die wir uns selber eigentlich auch unsere Geschichte, unsere Perspektive uns selber beigebracht haben. Ich glaube, die hätte ich wahrscheinlich, ich bin in München groß geworden, das habe ich eigentlich selten gehört, ne? Also Bismarck hat zum Beispiel eine große Rolle, was die Zusammenhänge jetzt in diesem Great Game, da will ich nicht näher einsteigen, aber es gibt eine Kontinuität, was Bundeswehreinsatz aktuell in Afghanistan betrifft. Und was ich gut fand in diesem Video war, dass Afghanistan, also ich kenne Afghanistan als Herz Asiens. Ja? Mhm. Wenn man Afghanistan hat, und das war immer schon der Fall, dann hat man ganz Asien. Mhm. Ja? Und das war, also man redet aktuell sehr viel, also Taliban ist in der Bildfläche, man redet sehr viel, also Stereotype, die eigentlich auch erwähnt wurden, für mich sind das auch so dieses koloniale Mindset, zwischen binären Narrativen, Gut und Böse, Deckmantel Demokratie, ne, was du auch in deinem Zitat erwähnt hast, oder was? Frauenrechte. Frauenrechte, genau. Also wir sind ja Opfer, wir müssen irgendwie, uns muss geholfen werden, ne? Braune Frauen. Gerettet sogar werden unter dem Deckmantel der Demokratie. Für mich sind diese Diskurse super komplex, ne? Und auch der Frieden. Also ich fand das sehr schön, was du, Michael, erwähnt hast. Ne? Man weiß, für uns war das keine Überraschung, dass Taliban an die Macht kommt. Ne? Also es war eine sehr legale Abhandlung in Doha. Da saß man an einem Tisch. Es war zwar Unruhe in Afghanistan, aber man hat das Land, und ich sage das jetzt laut, verkauft. Ja? Da waren die Afghanen nicht mit beteiligt. So. Das sind Diskurse, die man hier vielleicht nicht hören möchte, aber darüber muss man reden. Ne? Also Afghanistan, also es gibt eine Kontinuität, ne? Was den postkolonialen Diskurs, wir waren zwar, das will ich richtig stellen, wir waren nie in Anführungsstrichen eine Kolonie, aber uns wurde so ein Mindset, was koloniale Mindset angeht, wurde uns infiziert. So. Und was man diesem Land angetan hat, das spürt man bis heute. Also diese Zerrissenheit, was in diesem Land existiert, und Ausbeutung will ich hier betonen, da braucht man sich nicht zu wundern, dass Menschen dieses Land verlassen und hierher kommen. So. Danke sehr. Ja. Ich sehe schon, dass die Thematik sehr heikel ist, und bevor ich zu Pia komme, so von der Stadt München, wollte Abdul was dazu sagen? Ich wollte auf jeden Fall diesen Kontext doch nochmal zur Kolonialität aufmachen, weil die Parallelitäten zur Afrika-Konferenz 1884 haben zu den gleichen Ergebnissen, Praktiken, Bildern und Erkenntnissen geführt, wie das, was in Afghanistan passiert ist. Die gleichen Motive,
die gleichen Dynamiken und auch die gleichen Konsequenzen. Mhm. Und für mich wirklich, wo ich gemerkt habe, ich habe so ein bisschen zusammengezuckt, als du gesagt hast, Afghanistan ist nicht kolonisiert worden, aber alle Elemente einer Kolonisierung sind für mich da. Alle Motive auch, die Ausbeutung, die Ressourcen, das Schreckliche, was das Trauma, das gesamtgesellschaftliche Trauma, was und vor allen Dingen die Spaltung der afghanischen Volksgruppen oder Communities. Mhm. Also ich sehe keinen Unterschied. Und deshalb sehe ich aber auch die Lösungsansätze ganz klar in der Dekolonisierungsarbeit. Mhm. Und vor allen Dingen der Fakt, dass es bis heute anhält, dass bis heute eine Kontinuität hat. Ja, vielleicht kann ich da noch was hinzufügen, was auch die strategischen politischen Abhandlungen angeht. Mhm. Also ich sehe da auch Parallelen. Ne? Also es wurden ja Verhandlungen in Doha geführt, in Katar. Und es gibt eine Parallele auch, also wenn man zurückblickt, 1830 bis 1919, welche Abhandlungen nicht in diesen Orten geführt wurden, sondern außerhalb, ne? Also Berlin-Orient. Ohne Beteiligung. Ohne Beteiligung eigentlich dieser Menschen. Also ich sehe da auch eine Kontinuität. Auch in dieser politischen Diskurs sehe ich da eigentlich eine Kontinuität. Vielen Dank übrigens für den Input. Ich würde wegen der Beteiligung ganz kurz nur erführen. Und wenn die beteiligt werden, wie in Chile 1900, kurz vor eben halt der sogenannte Übergang von der Diktatur auf Demokratur, sagt man unter uns. Das ist dann auch, oder Cappuccino-Demokratie, man sieht oben den weißen Schaum, aber unten den braunen Inhalt nicht. Dann ist es eben halt so, dass diejenigen, die im Exil waren, die sogenannten Sozialisten oder Kommunisten oder wie auch immer, der Kampf eben gegen diese Militärdiktatur haben überwiegend Frauen, das belege ich hier sehr gut, viele Frauen eben halt geführt. Und dann kamen die Machos eben von Europa, USA, wurden in den Gesprächen mit eingeführt zur Demokratur oder Cappuccino-Demokratie und wurden mit involviert. Aber um die Strukturen weiterhin eben halt aufrechtzuerhalten, bis heute, 2019 gab es die große Explosion. Mal gucken, was jetzt die sogenannte neue verfassungsgebende Versammlung dazu macht, aber eben, wenn sie involviert werden, wie in vielen anderen Peru, also ich kann viele Beispiele geben, sind diejenigen, die dort an der Verteilung sind, müssen sich an die sogenannte, wie soll ich sagen, globale Strukturen anpassen, Machtstrukturen. Und das ärgert mich, dass wir hier unter uns austauschen, was alles wissen, aber eben die deutsche Öffentlichkeit, die Unternehmer, die Universitäten, alle, was ich gesagt habe, nicht mithören, weil sie es nicht wollen, weil sie es nicht verändern möchten. Auf Jugoslawien, die Frauen, der Krieg und so weiter, der Mord überall. Danke. Danke sehr. Ja, vielleicht auch zu den Diskursen. Also es finden ja schon, ne? Also wir müssen uns rassismuskritisch öffnen und so weiter. Also diese Diskurse finden ja statt. Aber ich finde, aus einer sehr weißen Perspektive so. Deswegen finde ich das sehr gut, dass du das gerade erwähnst. Also ich erlebe das sowohl aus dem theoretischen Perspektive, ne, aus der Wissenschaft. Wissenschaft, Bildung ist ja sowas ganz Krasses hier. Ne? Aber es ist halt aus einer sehr weißen Perspektive so. Und wenn wir dann auch mitdiskutieren, dann gibt es auch da eine Kontinuität. Dann werden unsere Namen nicht festgehalten. Das ist auch interessant. Ich mache so ein, wir können später zurück auf die Thematik. Ich gehe jetzt zu Pia, also von der Stadt München. Ich stelle eine Frage, aber du wolltest kommentieren oder nicht? Okay, bitte. Also ich wollte so eine Frage so in Bezug auf die Stadt München, so was... der Stadt, weil du koordinierst diese Koordinierungsstelle Flucht und Entwicklung der LH München und wie engagiert München so global. Aber du kannst davor und alles erzählen, was du willst. Ja, wo fange ich denn an? Ich fange mal bei dem Video an, weil Tamina, du hast auch viele, viele Punkte gesagt, auf die ich gerne eingehen würde. Und also ich
habe sehr viele Punkte, aber ich versuche mich kurz zu halten. Also ich glaube, mein erster Punkt ist, dass ich an diesem Video auch, dass deutlich wird, diese Frage nach dem Great Game ist für mich auch eine semantische Problematik, weil daran deutlich wird, dass das als Spiel betrachtet wurde, ne? Und es um Realitäten geht, die oft in diesem internationalen Diskurs verdeutlicht haben, dass gerade mit Afghanistan, also ich muss dazu sagen, ich bin da auch sozusagen persönlich ein wenig involviert, ich kann vielleicht inhaltlich nicht ganz so viel dazu sagen wie Tamina, aber ich bin, also mein Vater ist aus Afghanistan, er ist auch noch in Kabul derzeit. Und ich habe mich sehr intensiv einfach mit Afghanistan jetzt in den letzten Wochen beschäftigt. Auch mir ist aufgefallen, dass Afghanistan wieder verschwunden ist aus der internationalen Berichterstattung, dass es eine Momentaufnahme ist und dass auch daran wieder deutlich geworden ist, dass Afghanistan in den letzten Jahrhunderten zu einem Spielball geworden ist, genau von dieser Fragestellung. Und ich glaube, was auch ziemlich deutlich ist, ist, dass wir diese weiße Dominanz auf unterschiedlichen Ebenen sehen. Und das bildet sich sowohl in der Wissenschaft ab. Also ich glaube, dass es eine gewisse, ich möchte ein bisschen auch eine Lanze brechen, weil ich ja hier auch in Repräsentation der Stadt München bin und mit bestimmten Dingen versuchen wir uns schon mittlerweile auch auseinanderzusetzen und zu öffnen für diesen Diskurs. Also dass wir auch in unseren internationalen Kooperationen reflektieren, dass es nicht diese Machtasymmetrie nicht weiter bedienen wollen. Ne? Und ich gestehe ein, dass wir in bestimmten Punkten da auf jeden Fall noch am Anfang sind. Aber es gibt auch jetzt hier jemand im Publikum, auch von der Stadt München, die sich sozusagen auch sehr kritisch mit dieser Fragestellung auseinandersetzen. Und ich sehe, dass es notwendig ist. Aber ich finde auch nach wie vor, also wir setzen uns auseinander mit dieser Thematik immer noch sehr stark mit einem weißen Impetus. Und ich glaube, dass das in der Wissenschaft nochmal besonders deutlich wird, weil die Diskurse zumindest das, über was wir reden und wie wir darüber reden, immer noch diese Struktur bedient, die vorwiegend sozusagen weiß ist. Und es schwierig ist, auch in diesen internationalen Debatten darüber sich da zu platzieren, wenn man eben nicht weiß ist oder nicht weiß männlich. Ja? Also das ist einfach ein Fakt. Ich habe noch so viele andere Punkte. mir ist total kalt. Mir auch. Okay, aber vielleicht belassen wir es dabei, vielleicht fallen mir die anderen. Darf ich dazu noch was sagen? Also ich finde auch, Entschuldigung, wenn ich da noch gerade extra dazu sage, da habe ich am Anfang auch gesagt, Euphemismus. Und für mich weiß zu sagen, es ist auch wieder, akzeptiere ich nicht, weil es geht um Weiß, um Macht. Weil viele Weiße haben auch keine Macht. Die Arbeiter in anderen Ländern auch. Ob wir Rumänien oder Bulgarien sind, weiß, blaue Augen. Wir haben auch in Lateinamerika viele, die sind aber wirklich ganz unten. Es geht weiß, Frauen und Männer, die Macht haben und verhindern alle anderen an diese Teilhabe, in welcher Form auch immer. Die Mehrheit, ich habe das auch recherchiert, jahrelang und in vielen Befragungen auch. Die meisten wollen ja nicht reich werden, keine Ahnung, sie wollen eben halt, sagtest du, Frieden, Essen, nie frieren und einigermaßen gemütlich leben, ohne dass man eben halt überall hinfliegt oder dass man auch überall Wasser aus Gold, Wasserhähne aus Gold hat und so weiter. Das ist, ich denke, das würde auch niemand interessieren, wenn, keine Ahnung, Trump oder sonst wer eben Wassergoldhähne hat, aber dass man niemanden hungert. Das ist, ich finde, das müssten wir wirklich immer korrigieren. Es geht auch die Mehrheit der Menschen und die Mehrheit der Menschheit ist auch nicht weiß.
Das muss man dazu sagen. Wir sind in der Mehrheit. Und ich betrachte mich nicht als weiß, weil ich auch eine Mischung bin. Ich bin, also sagen wir so, ich fühle mich, seitdem ich erfahren habe, dass das sogenannte Vorfahren, keine Ahnung, auch ein Mörder war in Südchile. Roca ist von meiner Mutter der. Aber ich bin Täter und Opfer, so der sogenannte, versuche ich aus diesem Grund, diese Dinge eben halt dann auch darzustellen, zu lernen, auch selber. Aber wie gesagt, ist trotzdem für mich, dass wir diese Begriffe alle überprüfen müssen, besonders auch hier. Und deswegen fordere ich immer wieder die Öffentlichkeit, die deutsche Öffentlichkeit, was man darunter auch verstehen kann, dass sie sich dafür interessiert und also beziehungsweise gezwungen sind, sich das anzuhören, was wir alles herausfinden. Sie laden uns alle ein, wir gehen alle ein, wir lesen deren Bücher, so wie umgekehrt die Männer lesen Bücher von Männern oder von Frauen nicht, aber sie müssen jetzt lernen auch zu lesen, was wir herausfinden, was wir alle, Entschuldigung, wenn es zum Lachen bringt, aber das ist so. Ja? Also ich finde, das sollten wir lernen, diese Begriffe immer als sozial schwache Menschen. Was ist das denn? Ja? Oder bildungsfern. Was ist das denn bitte? Ja? Und so weiter. Oder Care-Arbeiten. Ich frage eben, seit 5 Jahren fragen wir alle, die Bevölkerungspolitik, versuchen wir an der Kasse, die Frauen zu fragen, was verstehst du unter Care-Arbeit? Keine Ahnung. Ja? Also das sind Dinge, die wir bei Bevölkerungspolitik sehr ernst nehmen. Oder was ist Migrantin? Hat mich eine Frau, die hier geboren ist, wie Sie, und ich habe sie eingeladen, wir haben ein großes Projekt, heißt Mia Sanda und Mia gehen nicht weg. Also die Migrantin. Und dann wollte ich sie eingeladen und sagen, bin ich eine Migrantin? Wieso lässt du mich unter diesem Begriff? Ich habe noch nie woanders gelebt als hier. Meine Oma kam hier, meine Mutter ist hier geboren. Bin ich Migrantin? Bitte schön, das sind die Dinge, die ich diskutieren möchte. Danke. Danke, Corinna. Ja. Michael, du wolltest noch dazu was sagen. Ja, genau. So, vielen Dank. Und ich weiß nicht, ob es geplant ist, dass das Publikum auch was zu den Themen sagt. Das wird mich auch freuen, weil langsam wird viel. Okay, also das ist gut auch, dass wir auch Inputs aus dem Publikum bekommen. Ich darf ich da kurz was du, genau. Und also interessant und wahrscheinlich. Du hast mir ein paar Ideen vorweggenommen. Ich habe einfach gelesen, also The Grid Game. Mhm. Das ist einfach eine schreckliche Sache. Das ist kein Game. Mhm. Und das ist schon was, wie denken wir? Haben wir Zweite Weltkrieg als Grid Game genannt? Also wenn es auf dem Feld von den anderen passiert, dann darf man schön relativieren. Und sogar aufs Game. Das ist Krieg, das ist kein Game. Und leider, du hast gerade von Kalt gesprochen und es ist auch ein Thema, was ich Huntington wird wahrscheinlich widersprochen werden. Der hatte sein Thema von Bruchlinie erklärt, dass die nächsten Konflikte werden religiöse Konflikte und so weiter, hat alles nach Nahosten verschoben. Und wenn man sieht, was heute, also die Bewegungen, was dann passiert, man geht sehr weit, also nicht mehr nach außen, sondern geht man nach Asien. Und wahrscheinlich wird man dann nach Nahosten zurückkommen, vor allem, weil der Energiepreis jetzt hoch geht und dann braucht man mehr Öl und nebenbei braucht man Gas und so weiter. Also diese, in Anführungszeichen, Game, die wir haben, das sind große Interessen. Das ist lebenswichtige Rohstoffe. Und das heißt, wenn ich auf der Jagd von Rohstoffen gehe und Menschen umbringe und trotzdem über Game spiele, ich weiß nicht, wie die Kinder, unser ganzes Spiel, Videospiel, die haben, was sie da lernen eigentlich. Und das ist auch eine Idee, also wie die Sozialisierung gemacht wird, dass wir Menschen von Kind an schon
bestimmte Sachen lernen, die wir in der, wenn sie alt werden, auch umsetzen werden. Und wahrscheinlich meine eine letzte, und das ist einfach eine Idee, was ich sehr wichtig finde, das ist die Intersektionalität. Also es gibt sehr viele Sektionen, also Kreuzungen. Mhm. Und je nach auf welcher Ebene man sich befindet, dann ist man mehr oder so betroffen. Wichtig, meiner Meinung nach, ist es, dass man sich auf der Position von der, der am meisten betroffen ist, setzt. Und dann kann man besser die Gruppe vertreten. Wenn ich so wenig betroffen bin, dann fühle ich nicht alle gleich wie die noch mehr betroffen sind. Ich bin Student oder Akademiker, ich bin also Geschäftsleiter und alles, das ist komplett was anderes als jemand anderer, der eine andere Position hat, der sozusagen aus anderen Mitteln sein und, Überlebensmöglichkeit verwirklicht. Und das ist wichtig, dass wir auch solche Positionen einfach einnehmen können und Menschen, die diese Privilegien die nicht haben können, auch zum Wort kommen lassen. Auch wenn sie nicht zu Wort kommen können, auch einfach denen Sünder sein können. Danke. Danke sehr, Michael. Also ich sehe, dass hier noch zwei, also Pia und Abdul, aber auf dem Podium auch. Ich bin jetzt, weiß ich nicht, wer zuerst. Also ich würde zuerst so einmal den Podium nicht auf dem Publikum die Fragen erlauben und dann können wir zurück auf dem Podium und dann schauen wir mal, wie die Zeit so hier mit mir sagt. Bitte, Martina. Ja, also vielen Dank. Ich spreche mir alle aus dem Herzen. Man hat schon von Anfang an. Und ich bin so begeistert und so froh, dass ich gekommen bin. Ich würde mir auch wünschen, dass nicht nur die Presse und die Firmen und so weiter da sind, sondern auch Schulen. Schüler, natürlich ist es heute Samstag und die Schulen werden nicht die Schüler hertreiben, aber unser Nachwuchs muss das hören. Ich bin selber Nachfahrin von Sklaven. Meine Vorfahren waren in Martinique und Guadeloupe als Afrikaner verschleppt worden und versklavt. Ich bin aber schon seit 42 Jahren in Deutschland und versuche das hörbar zu machen und auch zu kritisieren, wie die Schulbücher gestartet sind, speziell die Geschichtsbücher. Und es passiert nichts mit dem Vorwort, ah, das ist Ländersache und so weiter, schon lange. Und mir kotzt es an. Aber ich habe das lernen müssen in Frankreich, das ganze Blödsinn, die ganze Lüge. Meine Kinder müssen das auch lernen. Glücklicherweise habe ich jetzt noch keine Enkel in der Schule, die das auch noch lernen müssen. Es muss was passieren. Alle müssen mit an um den Tisch. Nicht nur die Bücher machen, sondern auch alle, die davon betroffen sind, was die Europäer in der Welt verbrochen haben. Und ich bin dafür, dass das jetzt passiert. Wir haben genug. Ich bin 60. Ich möchte das noch erleben, bevor ich sterbe. Wow. Danke, Martina. Vielen Dank. Modupe, dann Pia und dann Abdul. Und danach habe ich einen Workshop gehalten über
Danke sehr. Ja, danke für deinen Beitrag. Also es ist auch wichtig, dass ihr ist auch mehr oder weniger Teil von dieser Diskussion hier. Muss man auch nicht Fragen an uns gestellt werden. Pia, du wolltest was sagen, dann Abdul. Ja, dann komme ich wieder. Also ich finde an den Statements auch, danke Modupe, dass wir auch was aus dem Publikum jetzt gehört haben, sehr wichtig, weil, ja, ich meine, Sie sind, haben sich auch heute Zeit genommen zu kommen, haben hier Anteil und bringen sich aktiv ein, natürlich auch in den Workshops, aber ich finde es auch auf diesem Podium wichtig, Ihre Stimmen zu hören. Also vielen Dank auch an Sie für den Beitrag. Und ich finde es auch wichtig, ich glaube, zu diesem Diskurs und diesem Narrativ, der bedient wurde, und dazu, wie soll ich das sagen? Ich glaube, es ist schon angestoßen, dass in bestimmten Kreisen reflektiert wird, die eigene Rolle angefangen wird zu reflektieren. Und ich glaube, es passiert schon einiges in die Richtung. Aber vielleicht ist einfach bislang auch noch zu viel unter diesem Deckmantel passiert, so wir erlauben jetzt, wir entscheiden jetzt in einer machtvollen Position, erlauben wir jetzt die Beteiligung. Das ist ja sozusagen, das verhindert ja ein proaktives, also da wird ja jemandem zugesprochen, dass er sich jetzt einbringen darf, ab dem Standpunkt jetzt. Da wird der Zeitpunkt und der Raum sozusagen vorgegeben. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich ein bisschen problematischer ist, als wenn man versucht, auf Augenhöhe sich zusammenzusetzen. Und ich glaube, dass wir einfach, was wir an der Geschichte sehen, ist, dass wir sehr viel in den letzten Jahrhunderten uns an eben dieser binären, stark eurozentristisch geprägten Wahrnehmung versucht haben, sehr komplexe Sachverhalte so runterzubrechen, dass sie irgendwie für uns handhabbar sind. Aber die Realität zeigt, gerade an Afghanistan, die Realitäten sind sehr viel komplexer als gut und böse, als zwei Mächte, die sich gegenüberstehen. Wir selbst als Einzelpersonen sind oft ja viel mehr. Also ich habe ja gesagt, ich habe Migrationshintergrund in dem Sinne, ich bin eine Frau, ich bin ein gewisses Alter, ich habe einen gewissen Bildungsstandard, ich bin so und so sozialisiert. Und all das prägt mich natürlich in meiner Wahrnehmung und auch, wie ich mich positionieren kann in bestimmten Dingen und wie ich selbst auch schon einen Grad an Reflexion mitbringe oder vielleicht auch nicht. Ja? Also auch damit umzugehen, dass wir einfach Lücken haben, dass wir uns auch proaktiv damit auseinandersetzen, dass wir nicht alles wissen können, aber das sicherlich ein Punkt ist, die Bereitschaft, sich an einen Tisch zu setzen und einfach auch diese blinden Flecken anzuschauen. Und ich glaube, das geht für viele Bereiche. Und ich finde es auch wichtig, deswegen möchte ich das einfach nochmal mit aufnehmen, dass man einfach auch stärker in die Forderung geht, diesen Platz am Tisch einnehmen zu können und selbst zu definieren, wie dann diese Rolle aussieht. Und ich glaube, da sind wir in vielerlei Hinsicht einfach auch noch, was den öffentlichen Diskurs, was den wissenschaftlichen Diskurs betrifft, sehr eurozentristisch geprägt in unserer Wahrnehmung. Und ich glaube, dass wir den auch noch stark reproduzieren. Und ich glaube auch, dass man offen anerkennen kann, dass wir uns das auch noch sehr lange beschäftigt wird. Also das ist einfach ein ongoing process. Und man kann den sozusagen umarmen und liebevoll darauf schauen und dann versuchen, jetzt wie ich beispielsweise heute, auch an diesen Diskursen teilzunehmen, die auch mit reinzubringen. Aber ich muss natürlich auch zugeben, das ist was, wo auch noch Luft nach oben ist. Ja. Danke sehr. Ich habe nur eine kurze Frage, weil du hast gesagt, Migrationshintergrund, welche hast du? Achso, afghanisch, also mein Vater ist aus Afghanistan. Genau, weil wir haben davor gesprochen, so diese Weißsein und so weiter und so fort, dann ist es auch interessant, so nur kurz zu sagen, dass manche Menschen werden weiß gelesen und weiß ist nicht, hat nicht mit Farbe zu tun, mit der Hautfarbe. Und manche Menschen, so wie Pia, also würde man sagen, du bist weiß, aber sie wird weiß gelesen, so wie viel mehrere Türken und so weiter, mehrere Völker, aber Weißsein heißt nicht, dass man die Hautfarbe weiß ist, nur damit man so einen kleinen Input
Abdu wird was sagen und Tamina auch und dann langsam geht wir zu Ende. Also wir haben noch 6 Minuten. Okay, bitte. Ich versuche es schnell zu machen. Da gibt es noch eine Hand im Publikum, habe ich von mir aus gesehen. Ja, mir stellt sich die Frage, weil ehrlich gesagt, ne, ich gucke in die Runde und das ist nicht die erste Diskussion. Mhm. Und irgendwie haben wir doch oft das Gefühl, wir drehen uns im Kreis, mhm, oder nicht? Wir drehen uns im Kreis. Und die Frage ist wirklich, warum stehen wir immer noch, das habe ich heute irgendwann gehört, wir stehen am Anfang, mhm, der Dekolonisierung und auch ja, dieses Widerstands. Und die Frage ist wirklich, wo müssen wir ansetzen? Warum stehen wir am Anfang? Was machen wir falsch? Und für mich auf jeden Fall ist es so wichtig, dass ich für mich auf jeden Fall 4 Aspekte erkannt habe, wo wir ansetzen, ohne die es nicht geht. Es braucht definitiv so einen gesamtheitlichen, ganzheitlichen Ansatz. Also warum kann Gerd Müller, unser Wirtschaftsminister, ne, er ist Bayer, nicht wahr? Ihr kennt ihn sicherlich alle, 2016 im Bundestag über 500 Millionen Menschen, also afrikanische Männer hat er dort im Bundestag, ich weiß nicht, wer das gehört hat, wie er sie abgewertet hat, wie er sie als Wesen bezeichnet hat, die mit ihrem Geld nur Drogen, Sex war es und Alkohol, genau. Das hat er im Bundestag gesagt. Macron, 2016 ebenfalls an der Universität hier, Cheikh Anta Diop, ist ein Hohn an dieser Universität mit diesem Namen. Nee, Macron war 2007 in Ouagadougou. Das war Sarkozy. Es war 2007 und Sarkozy, aber Macron hat das Gleiche in Ouagadougou gemacht. Ja. Okay, und hat im Prinzip den gesamten Kontinent abgewertet und nichts ist passiert. Die Frage ist, solange wir nicht diese Systematik, diese strukturelle Systematik erkennen und verstehen und wir nur auf einzelne Teilbereiche schauen, werden wir das Rad nicht zurückdrehen, werden wir den Kampf nicht gewinnen. Diese 4 Ebenen zum Beispiel, diese 5 Ebenen, also die ideologische Ebene, die institutionelle Ebene, die interpersonelle Ebene, das, was wir alles internalisieren, plus das Ausradieren der Spiritualität. Wenn wir das alles nicht im Gesamtkontext angreifen oder dekonstruieren, neu lernen, wird es nicht weiter vorangehen. Und ganz wichtig, diese Alliances, ich will es immer noch mal appellieren, neue Allianzen und Süd-Süd-Partnerschaften. Was glaubst du, was Summa Causae, also das falsch übersetzte Buen Vivir aus dem Süden Amerikas, gleich nee, Parallelitäten, nicht nur Südamerika, ganz am, also danke, eben zu tun hat mit Sankofa, mit Ubuntu, mhm, und wo eine solche Kraft, genau, drin, ja, steckt, ja, wenn wir uns hier drin wiederfinden. Plus, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, nicht nur in den globalen Süden mitnehmen, sondern auch die Widerständigen hier, auch die sozialen Benachteiligten hier. Also dafür appelliere ich, wenn wir das nicht machen, werden wir dieses System, was sich immer neu erfindet, neue Räume schafft, werden wir es nicht schaffen. Mhm. Danke sehr. Danke. Also ganz kurz übersetzt, so globale Norden sollten von den globalen Süden lernen. Also globale Süden, genau. Ich sehe, bevor ich zu dir komme, Tamina, sagen wir, du hast das letzte Wort. Ich sehe 4 sogar. Fangen wir hier vorne, weil die haben sich gemeldet. So, Songulge, Malchide nochmal, dann Josef und Fatma. Okay, bitte. Vielleicht ist so, sollte die Mikrofon hier vorne. Ich kann nicht so laut reden. Das Thema ist wirklich sehr wichtig. Ich werde nicht nochmal das Modul, die Matilda gesagt hat, wiederholen. Aber es gibt 2 Punkte, wo man das unterschätzt, wo man das auch nicht wieder irgendwie auf dem Podium gebracht. Schade. Die Istanbul-Konvention, muss man das nicht vergessen. Das betrifft nicht nur die Frauen aus der Türkei, betrifft das ganze Frau auf der ganzen Welt. Und warum ich das heute hier das betone, vorletzte Woche war die Angela Merkel vor der Macht zu Ende ist, nochmal eine Besuch in der Türkei. Jedes Mal, dass sie in der Türkei ist, wird das neue Geschäfte, neue Handlungen getroffen.
für welche Länder? Die Länder, die im Nahen Osten, ob das Afghanistan betrifft, ob das afrikanische Länder betrifft, ob das Kurden betrifft, weil ich bin selber eine in diese Opfer, ich bin selber Kurden. Ich bin deutsche Staatsbürgerschaft, darf ich nicht in die Türkei, weil ich hier öffentlich alles reden, meine Meinung sage. Und was tun die Deutschen für uns? Nix. Wird das über diese Macht überhaupt nicht unternommen? Wird das die Türkei nicht unter Druck gesetzt? Die ganze Waffen im Nahen Osten geliefert wird, alles wird von Deutschland, nicht nur von Russland, von Amerika. Und wo gehen die? Das erste Landung ist die Türkei. Über die Türkei geht dann diese Länder. Und Militär genauso. Das muss man nicht unterschätzen. Das muss man jedes Mal auf dem Podium irgendwie diskutieren und das auch einen Druck auf die Türkei ausüben. Ein Druck, dass hier Politik, dass keine Waffenlieferung im Nahen Osten. So viele Genoziden werden das gemacht. Juden, Kurden, Jesiden, Armenier, alle werden das mit dem deutschen Waffen, mit dem deutschen Atom wird das vernichtet. Und wir unterstützen mit unseren Steuergeldern. Und da müssen wir unsere Meinung ganz laut immer wieder diskutieren. Danke nochmal. Danke. Kannst du, Ich habe auch noch was zu sagen. Und zwar auch angebliche europäische Länder, speziell die Karibik, Martinique und Guadeloupe, wird nirgends erwähnt. Da passieren so viele Verbrechen und schon seit Jahrzehnten. Ja? Also dieser Chlordekon-Skandal, was es gegeben hat, mit diesen chemischen Mitteln, die man benutzt hat, für die Bananen und so weiter, damit die nicht irgendwie von den ganzen Insekten befallen werden und so weiter. Davon spricht man nicht. Aber in der Karibik sind 90% von den Männern an Krebs erkrankt. Und das wird nirgendwo erwähnt. Die Frauen sind auch davon betroffen und bekommen Brustkrebs. Das ist einfach die höchste Zahl in der ganzen Welt von Krebs. Nirgends wird das erwähnt. Und ich finde das wirklich eine Grausamkeit. Auch in den Geschichtsbüchern, angebliche Geschichtsbücher, die über Europa berichten. Wo ist Martinique, wo ist Guadeloupe, wo sind die ganzen ehemaligen Kolonien, auch Haiti. Und alles, was in Haiti passiert, hat mit uns was zu tun. Mhm. Was Haiti war das die erste Republik von schwarzen Menschen und werden dafür bestraft, und werden wahrscheinlich die ganze Zeit immer wieder bestraft, da das Sklaven, das ist das, was man sagt, für mich sind versklavte Afrikaner, sich befreit haben. Und warum wird es verschwiegen? Weil man nicht will, dass das zu Vorbild wird. Und das macht man schon seit Jahrhunderten. Und ich finde, es muss irgendwann ein Ende haben. Und noch dazu, ich arbeite hier, wirklich, ich verdiene auch mein Geld, ich zahle auch Steuer. Viele von euch machen das auch. Die Steuern, die wir zahlen, müssen wir auch anfordern, dass die in wichtige Projekte, in wichtige Events, so wie heute, investiert werden. Man macht, als würde man großzügig uns das Geld geben, um uns fördern, damit wir irgendwas machen. Nein, das ist unser gutes Recht. Wir zahlen alle Steuern, die arbeiten sowieso. Und dann die Gesundheit von den Menschen, die hier arbeiten. Und das Wohnen von den Menschen, die sich engagieren, wird auch kompromittiert. Wenn ich als schwarzer Mensch hier in Deutschland, egal ob mein Pass französisch ist oder nicht, versuche, eine anständige Wohnung zu bekommen, dann kriege ich das nicht. Und wer macht was dagegen? Es kümmert ja die Regierung überhaupt nicht, ob ich eine anständige Wohnung bekomme für mich und für meine Kinder. Ich muss das aus eigenen Kräften erkämpfen. Und ich finde, das ist einfach in der 40 wird alles immer so dargestellt, dass würde die Stadt und der Staat und so weiter alles für die Menschen tun und da passiert nicht. Ich bin im Sozialwesen tätig und das schon seit über 20 Jahren. Also ich weiß genau, was los ist. Ich versuche, die Leute einfach zu motivieren, Menschlichkeit
zum Vorschein zu bringen und sich zu engagieren und versuchen, mehr Verständnis für die Menschen zu bringen, aber es passiert zu wenig. Da sagt man, ja, es passiert endlich mal was. Entschuldigung, wir sind im 21. Jahrhundert. Wie viele Jahrhunderte brauchen wir noch, damit sich was bewegt? Dankeschön. Danke, Matilda. Dann sind noch zwei Meldungen. Ich würde Fatma dann vorziehen und dann Josef. Musst du nicht, wenn du nicht willst, also, aber gerne. Ja, hallo, Servus. Servus. Vielen Dank, also ganz herzlichen Dank an, an die Redner hier heute. Ich finde das total spannend, diese Thematik. Also ja. Ich rede langsam. Also, ja. Ich habe eine Frage. Also ich bin, ich komme aus der Technik. Ich bin also extrem lösungsorientiert. Ich versuche immer ganz schnell. Ich habe die Problematik jetzt gehört und ich finde, ich weiß auch natürlich, dass man die Schilderung von der Problematik immer auch dazu führt, eine Lösung zu finden. Aber wenn ich jetzt ganz konkret diese einfache Frage stellen würde, die ja natürlich auch super komplex ist, was würdet ihr machen? Also wie, was sollten wir jetzt tun, um tatsächlich die quasi weißen Machtstrukturen quasi an den Tisch zu bringen, beziehungsweise unser Weg zum irgendwie am Tisch zu erarbeiten? Also was müssen wir jetzt aktiv tun? Also wenn man wirklich ganz, ganz praktisch. Ein einziges Wort. Revolution. Ja, Revolution, sorry. Also wir haben es mit Machtstrukturen zu tun, die sich nicht anders von ihrer Macht wegbewegen werden. Wenn wir Diskurse führen, werden wir weiterhin Diskurse führen. Das Einzige ist, Machtstrukturen umkippen. Das geht nur über Revolution. Mhm. Und auf allen Ebenen Revolution. Darf ich noch was dazu sagen? Ja, bitte. Also ich bin ganz bei dir, also ich brauche irgendwie einen Aufbruch, aber ich meine, so eine Revolution hat ja immer so eine Basis, also da wird ja immer klein angesetzt und dann irgendwo entsteht dann diese Revolution. Wo denkst du, sollten wir ansetzen? Wo wir ansetzen sollten? Also jetzt wirklich aktiv, ich jetzt als irgendwie Bürger München, wo soll ich ansetzen? Tamina wollte kurz dann... Ja, gerne. Ich würde tatsächlich von Räumen sprechen. Also wir brauchen aus meiner Perspektive andere Räume, um zu diskutieren. Also wir haben ja heute hier über diverse Themen gesprochen und wir sind hier in einem Raum, für mich fühlend, unter uns. Ja. Und ich denke, das sind super viele Ressourcen und Allianzen, was du auch erwähnt hast. Ich glaube schon, dass wir, also ich glaube, wir haben mehr drauf, als wir denken. Ich glaube schon, dass wir aus diesem weißen Mindset, deswegen habe ich das auch nicht erklärt, weil ich will keine billige Bildungsarbeit eigentlich machen. Ja. Dafür bin ich nicht hierher gekommen. Also ich fordere schon, glaube ich, auch als eine andere Generation, ist vielleicht auch ein Thema bei uns. Also bei uns meine ich hier oder auch hier. Ich glaube, wir müssen uns Räume nehmen. Wir können nicht warten, bis dann wieder die weißen Menschen kommen. Ne? Und damit meine ich wirklich Machtstrukturen. Ich glaube, man muss sie wirklich nehmen. Und Revolution ist für mich auch Räume einzunehmen, in Diskurse untereinander zu gehen. Weil ich glaube, wir haben echt viel zu besprechen. Wir können auch gewisse Begrifflichkeiten, die aus dem amerikanischen Raum oder angloamerikanischen Raum hierher schwappen, wie zum Beispiel BIPOX. Ne? Also wir verwenden die oder Intersektionalität, bla 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 bla. Genau. Ne? Also wir müssen darüber Diskurse führen und zwar untereinander. Sehr gut. Ja. Danke. Ein Antwort war noch da und dann... Sie wollte eine Antwort geben dazu, von deiner Frage, glaube ich. Ich weiß nicht, was Sie eben halt da angeführt, weil ich war weg, aber eben halt da von dem, was ich hier höre, aufgrund meiner Erfahrung und wie du selber sagtest, eben generational bin ich anscheinend eine alte Dinosaurierin. Und dann, es ist so... Würde ich nicht sagen, aber... Meine Erfahrung ist so leider pessimistisch, weil alles, was ich in Lateinamerika oder woanders in Afrika erlebt habe, und deswegen spreche ich immer an diese Machtstrukturen, dass eben Ansätze gegeben hat,
ob es in Bolivia war oder ob es in Nigeria oder wie auch immer, wurde mit aller Macht, und Mathilde hat auch gesagt, oder anderen auch, eben die Atomkraftwerke ist ja nur eine, also diese, wer produziert die Waffen und an wen werden die Waffen verkauft und zu welchem Zweck. Mhm. Ja, und die wurden alle, die ich kenne von meiner, nicht alle, aber die, die ich kenne, wurden alle niedergeschmettert. Mhm. Oder wie gesagt, an Tisch mitgenommen mit dem Versprechen, ja, das kannst du machen, aber mehr nicht. Und dafür, also bis jetzt ist meine Erfahrung so, wie wir eben diese Allianzen herschaffen können, wir hier und die dort, Räume einräumen hier oder die Macht, also eine Kanzlerin wie dich oder du als Entwicklungshelfer oder als Finanzminister, oh, keine Ahnung. Oh Gott, bloß nicht. Oder ich als Frauenministerin, weiß ich nicht, wie wir da trotzdem diese Verbindung zu unseren Ländern, wir, ich sage ganz bewusst, ob es uns erlaubt wird, heute oder in 20 Jahren oder 50 Jahren, weiß ich nicht, und ob es machbar ist, aufgrund der mir bekannten Strukturen, Machtstrukturen, die heute egal ist, Siemens ist nicht deutsch, Siemens in AG oder in Gallien, England oder so, heute ist es egal, ob das schwarz, Inder oder weiß ist, es ist die Macht, die dort wichtig ist, die Geld zu bekommen, Profit, und es ist egal, wenn wir ausbeuten, ob es schwarz, weiß oder sonst was. Das ist meine Erfahrung, die ich habe, und deswegen bin ich sehr skeptisch. Also man macht Obama zur Präsidentin, aber ja, was hat er erreicht, beziehungsweise was wurde verbessert, Angela Merkel für die Frau und so weiter. Das, danke. Danke sehr, Corinna. Ich weiß, wir haben keine Zeit mehr, aber ich möchte bitte unbedingt darauf noch antworten, weil es so eine konkrete Frage ist. Und ja, sorry, ich finde den Punkt einfach wichtig, ja, total wichtig. Und weil ich ja jetzt auch bei der Stadt tätig bin, nehme ich diese Frage auch mal zu mir. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, Abdu, mit der Revolution. Ich glaube auch, dass man für große Veränderungen auch große neue Entscheidungen braucht. Aber ich muss jetzt da so ein bisschen diesen Devil's Advocate spielen und einfach sagen, wir bedienen jetzt immer noch eine relativ theoretische Fragestellung, weil ja jetzt noch nicht beantwortet ist, was das konkret als Antwort dann in der Umsetzung bedeutet. Ich finde es wichtig, dass diese Süd-Süd-Allianzen gestärkt werden. Ich finde, es ist auch eine wichtige Basis, auch um selber sozusagen sich gegenseitig zu stärken und die Synergien zwischeneinander zu nutzen. Aber ich finde schon, und ich glaube auch, dass es keine Selbstbeweihräucherung ist und keine, ich glaube schon, dass man damit weiterkommt, wenn man Diskurse öffnet, selbst auch proaktiv öffnet und sagt, ich möchte jetzt hier an diesen Thematiken beteiligt werden und es einfordert stärker. Und dann bei sowas, ich kann das jetzt für unsere Zusammenarbeit sagen, dass zum Beispiel die internationalen Kooperationen einer Kommune, ich meine, man kann das ja festschreiben zum Beispiel oder sich darauf zubewegen, dass man immer in Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Akteuren arbeitet, sowohl hier als auch in den Projekten. Und ich glaube, dass wir gerade durch sowas, also durch eine, also ich finde, hier wird auch wieder sehr exemplarisch deutlich, es ist alles immer ein bisschen komplexer, als man so vermeintlich denkt von Anfang. Ich glaube, dass man das alles braucht. Man braucht sozusagen das proaktive Einfordern, aber man braucht auch reflektierte Personen in Schlüsselstellen, die dann dazu beitragen, dass sowas facilitated wird. Ja? Also, dass man den Raum dafür schafft, dass einfach man nicht immer nur wieder die gleichen Sachen bedient und sozusagen fortsetzt. Und deswegen möchte ich auch hier nochmal sagen, dass ich glaube, man braucht auch schon konkrete Antworten auf diese theoretischen Diskurse. Ja? Und konkrete Antworten heißt, was ist jetzt für mich, wenn ich hier rausgehe als Koordinatorin bei der Landeshauptstadt München im Bereich internationale Beziehungen, was heißt das jetzt konkret für die Entwicklung von Projekten, für die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, mit Migranten-Selbstorganisationen. Was kann ich in der konkreten Projektarbeit anders machen
wo kann ich, also ich persönlich, was für, also wo gibt es Möglichkeiten, proaktiv auch Leute einzubinden und nicht nur sozusagen einzubinden, das ist ja schon wieder eine relativ, also es ist jetzt sozusagen. Machtkritische Geschichte. Genau, dankeschön. Also was beinhaltet das sozusagen? Wie, was muss ich dabei auch an meinem eigenen Mindset reflektieren, kontinuierlich reflektieren, um diese Möglichkeiten neu, also was heißt diese Möglichkeiten, also nicht nur ich zu schaffen, sondern dass die Räume anders definiert werden. Und ich glaube, dass diese Räume ganz unterschiedliche Plätze haben sozusagen. Es geht also meines Erachtens dann noch um mehrere unterschiedliche Räume mit unterschiedlichen Machtstrukturen. Und in all diesen geht es darum, die neu zu organisieren und zu denken. Zu besetzen. Danke sehr. Ja, zu besetzen. Ja. Wir sind schon über die Zeit. Mein Bauch beschwert sich hier. Ebenso, gell? Ich hoffe, du hast genug Antwort bekommen. Genau. Josef wollte noch was zu sagen. Also ganz kurz. Ja, ganz kurz. Also, ich habe jetzt mal ein Zitat von einem SPD-Politiker mal gelesen, der ist der Dr. Egon Barth. Er hat gesagt, also in internationaler Politik geht es nie um Menschenrechte oder Demokratie. Es geht um Interesse der Staaten. Also, von diesem Zitat. Also wenn Sie jetzt mal. Wir müssen jetzt dann so verstehen, wenn Sie jetzt dann im Kontext nehmen, Afrika. Afrika ist an sich nicht arm. Aber dieser Kontinent ist arm gemacht worden. Unsere Aufgabe ist jetzt dann, wie ist das, dieses Land jetzt arm gemacht worden? Also, wir müssen jetzt dann diese Themen zu sensibilisieren, das ist wichtig. Aber in dieser Sensibilisierung ist es immer Emotionen hoch. Aber wir müssen jetzt dann parallel auch dann schauen, welche Strategien können wir das benutzen, damit wir jetzt an diese Herausforderungen jetzt mal begegnen können. Und das ist sehr wichtig, immer, also vor allem jetzt dann die Menschen, die in Diaspora leben. Wir müssen jetzt dann auch, wie können wir mit der Politik, mit diesem Thema intensivieren und da auseinandersetzen. Danke sehr, Josef. Ich mache hier eine letzte Wortmeldung. Also Michael hat bis jetzt noch nicht geredet. Dann bitte und euch dann am Ende aber bitte kurz fassen, weil mein Bauch ist leer. Wir sind sehr, sehr, sehr in die Zeit schon, weil sonst. Zuerst mal Michael, bitte. Okay, vielen Dank. Also ich wollte nur am Ende. Noch drei Punkte noch nennen und die werde ich auch in meinem Workshop behandeln. Ich werde einfach sagen, egal wie groß unsere Industrie sind, egal wie groß unser Interesse sind, bitte, Waffen sind nicht gemacht, um als Feuerzeug für Grillen zu benutzen. Das ist eine Wahrheit. Chemikalien sind nicht gemacht, um auf Brot geschmiert zu werden. Das ist kein Marmelade. Zweitens, und ist es einfach interessant für uns auch zu wissen, egal aus welcher Seite wir kommen, Bob Marley zitiere ich, Emancipate yourself from mental slavery. Also die Emanzipation oder die Revolution, wie man nennen kann, kommt auch von innen aus. Und das ist eine Arbeit von Information, Lernen und Lernen. Drittens benutze ich dann ein Bild, was ich immer interessant, als interessant spüre. Das ist, wenn die, wir haben gesagt und wir schreiben in unsere Bücher, Biologiebücher, dass der Mensch sei den Affen Cousin oder Verwandte. Und ich bin mir sicher, dass wenn die Affen selbst noch was schreiben werden, die werden sagen, diese nicht. Cousin will ich nicht gerne, dass sie oft zu Besuch kommen. Weil wenn sie immer wenn sie zu Besuch kommen, das geht nicht. Also wir sind denen Cousin, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie wollen, dass wir zu Besuch gehen. Das ist unsere Aufgabe, noch zu denken, wie wir diese, die wir als Unterlebewesen, Tiere und Natur und so weiter nennen, wie sie mit umgehen können.
dass es uns auch besser geht, wenn es Ihnen gut geht. Dankeschön. Danke sehr. Eigentlich wäre ein sehr schönes letztes Wort, Schlusswort. Und ich würde gerne ein Schlusswort haben, aber der Druck von alles, ich will noch was sagen, es ist immens. Aber bitte Leute, lassen wir Schluss machen jetzt hier. Ja. Ein Wort. Danke sehr. Passt sehr gut mit der Geschichte dieses Hauses, weil wir müssen von hier weg. Dankeschön. Danke sehr. Also danke. Danke sehr und danke für die Moderation. Danke euch, ja. Dankeschön.